Guten Morgen, liebe Leute. Ja, Sonntag. Ah, ja. Im feinen Sonntagsoutfit. Ah, ja. Ja, hast du deinen Teller hingeschmissen? So, was ist hier los? Guck, was ich gekauft habe. Frische. Und du? Und hat eine Geschenke gekriegt, um sie den frische Schnitt. Mhm. Zack, sofort den Restgurke raus. Ausgetauscht. Und Wurst drin. Der gute frische Schnitt. Na gut, dann lasst uns beginnen. Guten Appetit, Lumen. Ich hab dann ein Croissant. Hm. Du hast doch noch schon Brötchen. Ja, schon ohne. Ist aber gut gebuttert. Das ist eine gute Zeit, da kann man noch gut buttern. Wer hätte das gedacht? Nicht so schick aus, so kann ich mir mit meiner Sporthose und sich verpennert vor. Mein Gott. Langsam. Langsam. Kannst du ja nicht wissen, musst du erstmal nachfragen. Wie gesagt, ist alles gut. Prost, Pommes, ich esse alles gut. Ist das jetzt ein Popel da oder was? Ja. Dann mach den mal weg. Ich bin nur am Wischen. Die Arme. Nein, das ist Pommes, das ist ganz cool. Die hat. Ja, für euch beide. Auch für ein Geburtstagskind. Morgen hat er noch Geburtstag. Nee. Boah, Mann. Ja. Habt ihr schon das Geschenk für sie? Nein. Ja, natürlich. Anouk, dann aufregend. Mal gucken, was du morgen bekommst. Mama und Papa geben mir ein Geschenk, was ich auspacken soll. Früh erstmal, genau. Und dann später den Rest. Mhm. Tschüss. Okay. Du bist schon fertig. So, wir hauen ab, wir gehen spazieren. Mama. Na, endlich, komm. Mama, wir haben gar nichts gegessen. Wir haben gefrühstückt, als Königlich. Nein, los, abmarsch. Du hast ein schönes Croissant gegessen. Kannst du dich dran erinnern? Ja, nimm sie meinetwegen mit, aber dann los. Danke, Mami. Das beste Superfest für ganz Land. Ja, dann such mal die Millionen. Los. Aus. Ab. Ab. Na gut. Haben wir nicht auch mal gemacht. Und du, dich haben sie vergessen? Nee, lauf! Du bist frei! So, wir sind wieder da. Ist schon spät, wir sind ein paar Stunden unterwegs. Die Kinder sind total verhungert. Zumindest tun sie so. Unglaublich. Die sind schon beschäftigt, Papa. Das gibt's ja gar nicht. Ja, das ist gut. Gieß mal jeden ein Glas ein. Achso, Mama will nur was für sich. Achso. Ah. Ja. Will nur was für sich. Dann wird ja nicht dazwischen funken. Sehr gut. Dann machen wir Schluss für heute. Danke auf alle Fälle für die Kommentare, für die Glückwünsche schon mal im Voraus und für Anouk. Und ja, wir hoffen, es wird ein schöner Geburtstag für sie heute. Ja, aber das wäre das vielleicht.
nicht mehr gefüllt. Ja, Marlies hat noch ganz lecker gestern Abend hier schnell gebacken. Ja, für die Schule. Ja. 30 Stück sind das. Ich nehme dann für Blumen einen noch und Skadi kann ich auch eingeben. Ne? Die haben mit 22 Kindern momentan in der Klasse. Also von denen bestimmt auch manche krank. Ja. Also Alux Geburtstagstisch auf alle Fälle? Ja, leider nicht so ganz, wie ich es eigentlich wollte, aber ich werde ihn später aufpimpen. Haben wir keine 10? Hä? Haben wir keine 10? Nee, ich habe keine 1. Wir haben keine 10? Hm. Aber keine ich wollte 1? Ja nicht... Nee, eine 1, aber ich habe damit erst später angefangen, tatsächlich. Deswegen wollte ich ja auch mal so ein bisschen anders gestalten, aber es ist Montag halt, ne? Es ist Montag. Und dann, du meinte, naja, ab 3 Tage, wenn ich Samstag hole, ist ja heute schon der 3. Tag und der später liegt, ist blöd. Die haben gestern, was war die gespielt? Faultier. Faultier. Deswegen kann sich jeder mal vorstellen, oder? Um ihre Füße zusammengebunden mit Haarbändern, mit Haargummis. Damit sie ganz langsam laufen müssen. Und Junge hat auch so gesprochen. Kennt ihr den? Außer Obst. Ja, das war witzig. Die Beamten. Alter. Beim Redestelle. So, schön aufs Korn genommen. Scheint in jedem Land leicht zu sein mit den Beamten. Langsam arbeitende Beamte. Voll gemein. Faultiere. Ohne sie zu beleidigen. Im Tierreich. Das ist ein Ding. Da hat der Regisseur, der hat bestimmt was gegen die. Wie sagt man, der Regisseur gibt es ja noch nicht, so ein Drehbuch. Naja, aber die Polizisten ist ja auch Beamte. Aber die meinen Behörden. Behörden, genau. Also Ämter, meinen sie. Wollen wir die jetzt wecken? Damit sie noch was davon hat. Ja, um 6. Ich ihn meistens. Und haben wir jetzt alle umgebracht. Ich brauche erstmal Haargummi. Ja, dann kannst du gleich hier fragen. Kinder, sowieso verhört. Lampe ins Gesicht. Wie wächst du? Ich wäck. Hm? Okay, hab ich fast gedacht. Ich mache auch davor. So, was ich habe meine Hose. Mache ich noch später. Wow, sind die schön! Ja, du kannst dir später auch einen aussuchen, wenn du einen haben. Du hast mir Sorgen gemacht, die Nacht, meine Güte. War sie am Fußende liegen? Oh, nee, das war ja schon morgens. Ja, ich weiß, das war erst vorhin. Was war denn noch? Na, alle! Immer wieder! Immer wieder ist sie hoch und. Kinder, und dann haben sie am Fußende liegen. Also, ja. Das ist sowas bekloppt. Und dann aber genauso am Rand. So Rand. Die ganze Zeit, ich dachte, nee, ich darf mich nicht strecken. Darf mich nicht strecken. Sie hat auf meinen Füßen gelegt. Papa, sag mal die Muffin an. Ja, ganz hübsch. Ich hab ihr gesagt, ich hab... Na komm, fangt an zu singen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Anu. Happy Birthday to you. Wunderbar. Ja. Der Geburtstagstisch wird später noch ein bisschen aufgepimpt. Ja. Da fehlen noch ein paar Sachen. Da fehlt was ich eigentlich machen wollte, aber es ging nicht. Hast du nachher das, ne? Ja, genau. So, und deswegen, du darfst jetzt ein Geschenk aussuchen, was du auspackst. Nur eins. Na Mensch, ist das ein bisschen Gier? Das ist schnell gefallen, die Entscheidung. Ja. Na, überleg's dir nochmal. Du kannst ein Geschenk darfst du auspacken. Ja, das ist später. Sicher? Nee, überleg nochmal. Du darfst ein Geschenk auspacken. Ich darf das. Eine Tafel Schokolade? Nee. Das ist keine Tafel. Bist du sicher?
Überleg nochmal, du darfst ein Geschenk auspacken. Das hier. Nimmst das. Na dann nimm jetzt. So. Entscheidung ist gefallen. Das mit dem schönsten Geschenkpapier übrigens finde ich. Ich finde, das ist total schön, oder? Finde ich nämlich auch. Nanana Surprise! Was für ein Ding? Nanana Surprise, irgendwie glaube ich. Nanana Surprise. Ja, ich wusste es. Nanana. Havanna, nanana. Die wird na. Gleich platzen. Wie, die wird gleich platzen? Die wird gleich platzen. Mach keine Schweinereien hier. Doch, da kommt Konfetti raus. Oh, da kommt Konfetti raus? Ja. 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 Das ist ein Spruch. Oh, Mama, die sehen ganz gut aus. Ja, das ist gut. Kirsche, ich mache nur eine Kirsche. Ja, danke, Papa. Und? Es knallt. Und rausziehen. Dann muss man nur und jetzt draufklatschen? Aufpusten? Nein, knacken. Da musst du rausziehen. Ja. Und dann musst du drücken. Oh. Nice. Jetzt. Ach, stimmt. Oh! So eine Schweinerei! Oh ja! Yeah. Perfekt! Und bei mir. Das ist ohne alles. Ah, hier. Oder nee. Wo ist denn mein. Das war's! Aber wo ist die Figur? Das war's. Ist eine Figur! Denkt ihr, das ist eine Katze? Nee. Noch eine andere. Die Schweizer. Ja. Kiesel, was nimmst du mit? Oh ja, die Schwarze. Kiesel heißt sie. Das ist eine Katze. Die heißt Kiesel. Die wissen alle Bescheid. Ja, das hast du doch im Fernsehen gesagt. Ah, Luge, weißt du, wieso alle Namen? Wir kennen Fernsehen. Sie kennen schon alle Pokémon. Alle. Ja, ja. Oh, ich so, was? Und Enthaltungen. Das war ein Bruch, ne? Retti. Nicht umsonst. Ich rette dich. So, zwei sind die Webchecken. Nein, das ist einfach so. Wenn es bei der Schule nicht klappt. Ja. Oh, dann hast du halt richtig Geschenk ausgepackt. Hast du jetzt erstmal was Mama, zu tun? Mama, ich hätte gerne die und hier? Mit dem Sommerkleid. Das ist eine Bibi, ich weiß auch erstmal. Ja, Mama, ich hätte gerne die. Sieht ein bisschen nach Party aus. Ja, Party. Ich lese. Ich hatte am 31. Oktober Geburtstag, die Puppe. Nein. Doch, wir müssen gleich wieder Geburtstag feiern. Ja, mein. Ist das schon morgen? Nein. Serie 2. Ist das ein ganz erschrocken. Ja, 31. Oktober. I was to stay home. Nee, I want to stay home and not do things. Eine Depri-Puppe. Sag ich doch, es ist eine Emo. Emo. Mama, eine ohne Kirsche. Ja, du hast eine ohne Kirsche? Mach alle runter. Aber ansonsten ist es nicht gefallen. Na gut, okay, alles klar. Hol die mal in den Teller. Hat dir das gefallen? Ja. Jetzt schön, das wunderbar. Das ist das erste Geschenk. Dann sind die Reste für mich. Nein. Kann ich ja noch hier drin machen. Skadi, welchen willst du? Nein, ich will zwei. Nein, genau. Jetzt müssen wir erstmal gleich in die Schule fahren. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber dann müssen wir los. Ich hol mal den Wagen, ja? Den Karren? Den Karren. So, hältst du alles fest, ja, Hanuk? Ja. Ich hab sogar mit dem Platz weiter, kann ich das. Hier, guck. Ah, super. Genau. Gut. Kinder sind weg. EPIA. Jetzt geht's zur BSR. Dann geht's nach Hause. Dann gucken wir mal, ob Achim kommt. Oder nicht. Und dann habe ich heute eigentlich ja einen freien Tag. So oder so, ob Achim jetzt kommt oder nicht. Nur je nachdem muss ich ein Foto von mir annehmen, so Fahndungsfoto, muss ich natürlich muss ich natürlich einen Zettel machen.
genommen. Ja, man kann ja auch anrufen, tatsächlich beim Ordnungsamt, um das zu beantworten. Oder zu kommentieren, diesen Kommentar zu kommentieren. Man kann ja auch beim Ordnungsamt das melden. Aber die kommen dann eben so Wochen später. Also das ist doch wirklich irgendwie so, also registriert, ja gut, okay, alles klar. Und irgendwann einmal, anderthalb, zwei Wochen später, frühestens eine Woche später, kommt da mal die BSR vorbei und sammelt ein und guckt, wo es liegt. Und wenn sie es noch nicht sehen, weil es so gut versteckt ist, weil es ja hinter meinem Lastenrad geschoben wurde, dann wird es auch nicht mitgenommen. Furchtbar ist das, schlimm. Ladestraße 80 Meter. Hören wir ab hier. Wunderbar. Dann sind wir auch schon gleich da. Naja. Gleich da ist natürlich übertrieben. Bin gespannt, ob die jetzt schon offen haben. Es ist gleich 8 Uhr bestimmt. Ab 7 machen die auf, oder? Was seid ihr noch? Moin, ein paar Fahrradreifen und ein bisschen Spanplatte und ein Waschbecken. Ein Waschbecken? Ein Waschbecken. Das kostet leider Geld. Ein rosafarbenes Waschbecken, da wollt ihr ja, Hilfe? Hier vorne rosa nehmen wir jetzt gar nicht. Was? Gut, ja. Okay. Ja, ich habe hier noch ein gutes Waschbecken. Waschbecken 5 Euro. Aber nicht drüber weg. Gut, da haben wir das auch geklärt. Da haben wir noch so ein. Ja, steht der mitten quer vorm Container mit seinem Auto, die Parkplätze alle so. Tak, 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 tak. Und er steht so quer drin. Blockiert da. Und schnauzt mich noch an, oh, gibt's doch ja nicht. Das lernst du auch noch in deinem Alter. Wenn du auf Markierung auf dem Boden sind, hast du dran zu halten. Ja, kurzum. Geht ja nun mal ja nicht. Rum, ihr Moser. Ja, und diesmal wieder kurioserweise haben mich die Reifen nicht gekostet bei den netten Damen vom Grill. Aber das Waschbecken, das rosa-rote Willeroy-Boch-Waschbecken, das hat mich einen Fünfer gekostet. Ja, Herr Nachbar, 5 Euro krieg ich von Ihnen. Ich natürlich nicht, aber das kriegt dann Hans. Und dann kann er damit machen, was er will. Das ist kompliziert, wenn man früh morgens fährt, wirklich so um 7, ne? Machen wir jetzt da? Ne, um 8. Oder? Kein Thema, kein Anstehen, nichts, gar nichts. Die Leute sind alle noch tiefenentspannt, ja, bis auf hier Opa Kaschunke. Der regt sich bis heute Abend noch darüber auf, über mich. Staub ist Platz der Luftbrücke, schön. Sperrt teilweise, deswegen fahren sie wahrscheinlich hier auch alle ab. Zusätzlich noch mehr Stau. Heute wahrscheinlich kein Fahrradvlog, sondern so ein bisschen eher privat gedöns und auch nur ganz kurz. Ja, weil wie gesagt, Geburtstag und da bin ich nicht im Laden. Also alle anderen, die was anderes erwarten, können jetzt schon mal abschalten und sich auf den nächsten Vlog freuen. Schauen wir mal an, der Laden ist schon auf. Ach, ich bin bestimmt da. Ich bin aber auch spät, es ist 10 vor.
Meine Güte. Ist das Platz? Okay, klar. Moin! Moin! Moin, moin! Hab ich erkannt. Nicht erkannt? Ja, da ist so eine Jacke. Jacke habe ich gar nicht an. Langes Hemd. Nur ein langes Hemd. Oh, ich habe gleich wieder hier getroffen. Ja, gerade gekommen. Von der Schule. Und vom Müll wegbringen. Der Hänger kam schon, ja? Ja. Na sag mal, wieso denn jetzt hier alles so kurz vor schon alles? Ja, ich weiß auch nicht. Also. Hätte der denn gewartet jetzt? Wisst ihr das? Naja, wie auch immer. Das werden alle nicht lesen. Alter. So, wie gesagt, Pedalen fest bei dem Ding. Ja. Und dann das eine Rad wird hier heute vielleicht abgeholt. Das hier. 140 Euro, steht aber alle drauf und die der Kinderwagen, 16 Euro. Ja, habe ich schon gesehen. Statt 15, ja wie gesagt 15 Flicken, aber Flicken war nicht mehr, das Loch war so. War vorbei, also musste ich... Also geplatzt. Geplatzt, genau. Also musste ein neuer Schlauch. Genau. Ich verform mich irgendwo nach da hinten. Genau, sonst war ein... Ja klar, zentrieren hier zu Ende, war auch einspeichen, ja. Zentrieren, Lagerservice, das steht ja hinten alles drauf auf den Dingern. Und dann eben das Ding ist gekommen. Da hat sie die Narbe furchtbar fest gebremst. Du sagst, war nicht die Felge hier vorne, oder? Nee, ich glaube, die steht doch schon hier oben. Als alle zu machen. Bremsankerstelle war nicht fest. Und ah ja. Das war's. Alles klar. Da bewegt sich nichts mehr, sagt sie. Ist ja klar, selbstverständlich. Ja, so ist das Problem. Ja. Da muss man gelesen. Ja, na ja, gleich mal reingucken, nicht, dass da was gebrochen ist. Ja. Gucken wir noch. Gib noch mal Wolfgang die Zeitung, bitte. Denn der muss ja vorlesen. Ach so. Ja, ach, ach Quatsch. Ja, wie heißt ach Quatsch? Los. Hertha Eier um neuen Trikotsponsor. Wieso? Naja, die haben da einen neuen Sponsor, da ich krieg für ihr Trikot. Auto rausplan von Berlins Verkehrsministerin. City Maut, Fahrverbot für Verbrenner. Kein gratis Parken mehr. Und Flugschiff in Lebensgefahr. Rentnerinnenamt erklärt Berliner Kind für tot. So. Das waren die Nachrichten. Und Flumi schwebt in Lebensgefahr. Ja, die haben doch da den Wildschwein, hat doch da den Hund angebissen an der Pöppis hier. Seite 2 und 3. Leiche trieb im Teich. Von William und Kate. Horrorentdeckung bei den Royals. Naja. Das haben sie sich beim Monster vorhin. Für den Parkplatz hier zankt. Weil die Möglichkeit kamen nicht drin, haben sie doch den Steuergleich zugeparkt. Da schätzt die Leute beide, ja. Und bei uns gerade ist es da kam jemand mit seinem kleinen Auto und der wollte mit seinem können sie ja nicht, kommt ja nicht in den Keller nicht runter. War ja schon mal. Hat Alex der Motorrad zu stehen gehabt, kam dann natürlich nicht rein. Ja, das ist doof. Heute und am Sonntag. Denn. Nächsten Sonntag wieder. Ah, ja. Das ist dann die Feier von Kindern und so. Da kommen die Kinder, kommen da mehr Kinder? Alter. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich muss das nur verwalten alles. Ich weiß nicht, meine Kinder sind da jetzt auch schon groß. Die laden die ein, die laden die ein. Ja, und dann ganz alle, genau. Und dann sind sie alle da, wohin sie denn hin? Ganz genau. Ja, gucken wir mal. Gut, dann sehen wir später nochmal. Naja. Ach, ein bisschen. Hallo. Liegt ohne nackt. Ja, die ist auch so.
Wie auch immer. So, unser Frühstück heute vor 10 Jahren. Fing das an, alles? Da war Anouk schon auf der Welt. 10 Jahre 21. Da war Anouk schon auf der Welt. Mhm. Und angefangen hat das alles beim Milchkaffee. Ist das meiner? Mhm. Und Marlies hat gemerkt, 2 Tage zuvor war das aber schon mal. Genau, klar, war am Sonntag. Und Marlies hat gemerkt, so irgendwas ist komisch. Mhm. Alles komisch. In der Zeit merkt man gar nichts. Und bei Ona habe ich ja auch gesagt, heute kommt sie. Ja, aber bei Anouk hat sich das Handy gezogen. Ja. War das erste Kind? Mhm. Hat ein bisschen länger, hat sich ein bisschen feiern lassen. Mhm. Was denn? War da nicht schon Mädels? Schau doch nicht. Bett. Danke, Bett. Auf, holen wir das Geburtstagskind. Schon wieder von der Schule. Verbot für dich. Nein, das ist mein Zimmer. Da ich habe ich kann... mir gewünscht, die Hunde. Ja, schön. Ich mag, da hast du sie. So rumlaufen. Guck mal mit Füßen. Ich habe meine Jacke mit drin, Eva. Habt ihr tolle. Guck mal, nur in einen Jackel. Da habe ich meine Füße ein bisschen gezogen. Für jeden ist einer. Du kannst ja auch einen Hund aussuchen. Naja, so hoch bald nicht mehr. Oder hast du den Hund? Mops. Zeig, was du da hast. Ja, Mama, ich hab meinen Hund. Ah, Mama. Was ist das denn? Ich hab mir den gewünscht. Du hast ja irgendwie die Verpackung herbekommen, dass du da den Kuchen drin eingepackt hast. Oh, also ein Zitronenkuchen. Wieso? Sei doch glücklich. Ich habe auch schon gesagt, dass ich das nicht wusste. Oder dass sie es wusste. Ich hab Animal Crossing Spiele. Du hast dich das auch gewünscht. Hast du mir vor ein paar Tagen erstmal gesagt. Da war es aber schon hier. Da hast du das schon besorgt. Ach, hör auf, nein. Ja,
Du hast ja auch irgendwann gesagt. Du kannst dich. Du kannst es doch nicht einfach so zwischendurch kriegen. Mama, ich habe Mona ihr Hunde gegeben. Ja, das ist ein schönes Spiel, das kann man zusammen machen. Da muss man auch nicht lesen können. Das ist Mama, Mama, du kannst mit meinen Hunden ausfliegen. Moment! Mama, ist mein Hund? Ja? Valio! Das kann ich nicht. Ein schöner Name, oder? Ja, ein sehr schöner Name. Papa! Nein, die sind Anrufsballons. Weil sich das dauernd mit dem Internet verbindet. Wie alt bist du? 10. Warum bist du 10? 10. Weil meine Mama mich heute zu Bett gebracht hat. Heute vor? 10 Jahre. Oh, sagst du nur vor, aber rechnen auf Jahre. Erstes gibt Anouk. Und du? Also mit Ona gibt auch noch gar nicht. Ja, Vorsicht. Stürzt dich nicht ins Leben. Ich möchte natürlich ein großes Stück, ist ja klar. Ich gar nicht. Noch ein Stück? Ich und der Ronny im Laden, den YouTube-Fan. Tommy, noch ein Stück? Hat er mir Fotos geschickt. Mein Stück ist ja gut. Das ist ja dufte. So war das auch geil, so war das cool. Mama, ich hab immer noch so ein Patty seit heute früh. Jetzt hier ein paar Kontakte ein und das war's. Ich hab hier noch ein Stück Kuchen, aber ein Kaffee fehlt doch. Schon eine Fliege da. Ja, das war auf alle Fälle der ruhige Geburtstag. Viel ist ja nicht passiert hier. Ach, das ist doch okay. Geschenke sind ausgepackt. Was Marlies erfolgreich aufgeräumt hat heute Morgen, ist jetzt erfolgreich zerstört. Schon wieder? Die Kinder spielen jetzt. Und wir hinschlafen. So, einfach sieht das aus. Wir sehen uns morgen wieder. Macht das gut. Nur ein kleiner Einblick in den heutigen Tag. Am Sonntag wird gefeiert erst. Ja, ja. Oh, Mensch, jetzt ist er zweistellig. Die werden so schnell groß. Wir sehen uns wieder. Also macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy und bleibt gesund. Daumen hoch.